Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Staffel 7 von 7 Days to Die. Jetzt mit Facecam von meiner Seite aus und mit den bekannten Personen Serendipity. Hallo ihr Lieben. Außerdem der Jack Fleischhammer. Hallöchen Puppöchen. Die Gesichtsschabracke. Die Gesichtsschabracke, der hat einen ziemlich großen Zinken und einen Schnobbart. Also siehst gut aus, Fleischhammer. Ja, ich dachte aber mir, mach echt mal ein bisschen realistischer. Der Spiegel, den ich hier vor mir habe, der ist echt schön. Bevor Fragen entstehen, wo jetzt Valkyrie ist. Valkyrie wird in dieser Staffel nicht mehr dabei sein. Alles weitere dazu findet ihr auf seinem Kanal in einem Video. Der hat ein Infovideo dazu gemacht und hat das recht ausführlich erklärt. Und bevor wir hier viel erzählen, schaut euch am besten das Video an. Dort ist es ganz gut erklärt. Keine Angst, wir haben uns nicht verkracht oder sowas. Alles ist gut. Er wird bestimmt in dem einen oder anderen Livestream mit dabei sein, aber jetzt in dieser Staffel 7 nicht. Wir werden das zu dritt hier starten, die Staffel 7. Und mal schauen, vielleicht kommt später noch jemand dazu. Das können wir allerdings noch nicht sagen. Und wir haben da noch gar keine Vorstellung. Das heißt, wir starten jetzt erstmal hier rein in die Staffel 7. Die Frau ist schon wieder weg. Fleischhammer, es geht genauso weiter, wie es jemals begonnen hat. Ja, genau. Also, hast du was anderes erwartet? Kann man ja fast fragen. Nee, kann man eigentlich nicht. Wir hatten hier hinten doch, was ist das? Das ist der neue Gore-Block, ja? Also, das heißt, der entsteht, wenn Zombies sterben. Und hier, guck mal, hier nebenan. Ja, eine Wirbelsäule samt Kopf noch. Daraus kann ich die Frau bestimmt ein Schwert machen. Ich sehe sie nicht. Ich. Aber sie kommt zu uns. Die Frau, ich werde dich mal hier. Ich habe hier irgendwo ein Schwein angeschossen. Ich muss nur das Schwein finden. Okay. Richtung Norden ist wohl eine Stadt halt gesehen. Hier, Jungs, hier ist Mais. Mais. Hier ist ganz viel Mais sogar. Wir laufen jetzt Richtung dem Zeltlager da vorne. Schwein, bleib stehen, bleib stehen. Warte, ich komme gleich. Ich hab's. Ich sehe das Schwein. Aber ich kann das tun. Es brennt. Oh, jetzt, es brennt. Kann man denn jetzt gleich Schweine anzünden oder? Man kann Schweine und auch die Zombies anzünden mit der Fackel, ja. Mhm. Ja, Zombies zünden ging doch schon irgendwie. Ja, ging auch vorher schon. Oh, Eier. Ich schleiche mich mal an die junge Frau hier. Oh nein, ich bin gestunt. Die ist? Die wird den ersten Tod sterben. Nein. Und. Hast du mich aber eh nicht. Bandage. Ich sterbe. Jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, ich. Lass uns mal Kacke an. Lass uns mal das Zelt hier auseinandernehmen. Ich habe schon mal Schlafsäcke. Ich hab ganz viel Stoff in der Tasche. Mhm. Ich habe schon gesammelt vorhin. Ja, wir haben hier eine Zeltstadt, wenn man die auseinandernimmt. Ich habe 7. Haben wir auch gleich was für Klamotten? Oh, ich Mist. Ich habe doch schon so viel Baumwolle gesammelt. Dann gehe ich gerade noch den Mais holen. Ich habe dich ja getrackt. Staffel 7. Alpha 11. Was ist eigentlich? Es ist richtig cool. Ach so, ja. Du hast noch gar nicht so richtig gespielt, gell? Wir haben Ist ja die ersten Spielminuten, also die ersten 3 Spielminuten in dieser Staffel. Oh, die verlebst du mit uns. Oh mein Alpha Gott. 11. Ja. Wie romantisch. Ja. Absolut, hätte ich mir aufgehoben. Nee, ging nicht anders. Nee, wir haben heute Ostermontag. Genau. Und du hast noch selber gar nicht gespielt. Ich bin quasi gerade erst nach Hause gekommen. Oh, ich hab Bier. Bier, sehr gut. Wie es aussieht, kann man Bier selber herstellen irgendwie, ne? Bier selber herstellen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist da irgendwie was dran und dann muss man was essen. Nehmen wir die Matratze mit, das gilt doch als Bett, oder? Ja. Ist das so eine gebogene Matratze? Ja. Eine flache. Jetzt nee, dann Fall. Nicht. Also wenn es eine flache ist, dann gilt die als Bett. Und es gibt auch so eine Matratze, die so an die Wand gelehnt ist. Die gilt, glaube ich, nicht ans Bett. Ja, die gebogene ist jetzt auch Bett. Die ist auch Bett, die gebogene. Hier ist noch eine, ich nehme dir eine mit. Also Schatz, ich habe auch eine Matratze für dich. Die ist schon ein bisschen gebraucht, das tut mir wirklich leid. Eine vollgepieselte, oh mein Gott. Ja. Naja, in der Apokalypse. Was ist denn ich jetzt mit Gutmann? Also wir haben im Livestream schon ein bisschen gespielt, der Fleischhammer. Nein. Und es ist ratsam, dass wir irgendwie langfristig ein Haus finden, wo wir uns drin verbarrikadieren können. Ja. Ich hab meine Violetten Axt. Violetten wurden klapp gefunden. Was? Violetten wurden klapp? Ja. Na, das ist aber ziemlich gut. Es gibt nämlich jetzt, ihr habt zum Livestream schon gesehen, es gibt Stufen, wie gut ein Werkzeug oder eine Waffe ist. Und man kann zum Beispiel auch, wenn man eine Waffe zusammenbaut aus den ganzen Teilen, also Magnum-Parts nehmen wir jetzt mal, und baut daraus eine Waffe zusammen, die haben verschiedene Güten, also verschiedene Farben, so wie man es von anderen World of Warcraft und so weiter kennt. Lila, grün und so weiter. Und wenn man kann die Waffe wieder auseinandernehmen und dann die Teile praktisch wieder zusammenbauen mit besseren Teilen. Also man sagt, ich habe einen besseren Trommel gefunden, dann baut man die halt ein. Okay. Ich muss jetzt mal niesen, das kann jetzt nicht sein, oder? Mitten in die Facecam.
Nee, es beruhigt sich gerade. Oh, das ist ein ätzendes Gefühl. Nicht meine Fresse. Können. Er will 3, sag ich nur. Level 3? Gut, wir müssen dazu sagen, wir können jetzt hier nicht ganz frisch starten. Also wir könnten jetzt nicht direkt sein, weil wir mussten erstmal zusammenkommen. Und außerdem ist es auch so, dass wir ja ständige Zombies um uns rum haben, die natürlich auch was von uns wollen. Genau. Was ist jetzt mit der großen Stadt? Gehen wir jetzt also und jetzt habe ich auch noch einen lilanen Iron Reinforced Club gefunden. Ja. Dann, lila ist, glaube ich, sogar besser. Ja, ich habe alles lila gefunden. Linke Frau, kommst du mit? Ja. Habt ihr... Was denn? Holz wollen wir hier nicht schlagen. Nimm die, die Stühle mit. Die Stühle kann man gut verbrennen, die brennen lang. Habe ich mir eingepackt. Ich habe keinen Platz mehr. Doch, wo ist der Fleischhammer da hinten? Der ist schon unterwegs, ja. Der ist schon unterwegs. Die hast du vorhin beim Herlaufen gesehen, gell? Quasi. Okay. Die, oh, ich hätte jetzt gedacht, ich kann den Elch lüten. Hast du den Herrn Fleischpeitsche getrackt? Ja. Okay, ich laufe in seine Richtung. Machen wir die Kette praktisch geschlossen. Ich habe übrigens auch schon Ton gesammelt. Ah, gut. Ton? Lehm. Ja, Lehm, sag ich ja. Dann haben wir. Wir brauchen noch ein Forgebuch. Das Forgebuch findet man übrigens sehr häufig in Gegnern, die man gekillt hat. Ach, wahrscheinlich, wirklich? Ja. Und in Städten natürlich. Also es gibt doch einige Möglichkeiten. Kaffee haben wir. Ich habe zwar nur 18 Lehm gesammelt, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das reicht ja fürs Erste, ne? Zeitliche hier. Was, bist du kaputt? Nee, aber. Mein Wooden Club ist echt. Wo ist denn die Frau? Da kann man, die kann dir eine Waffe geben. Dann komm mal, wir kommen mal dir entgegen. Werf doch mal eins von diesen Waffen. Ja. Nee. Sammel mal ein. Okay, ich habe jetzt keinen. Mal gucken, wie gut ein Lila ist. Oh, ich habe schon wieder auf die Fresse gekriegt. Mein. Also eine Schaufel ist eigentlich die bessere Waffe, im Übrigen. Uah. Oh, ich sag, hoffentlich seid ihr befreundet. Nee, sind wir nicht, oder? Doch, hast du die angenommen schon? Ich habe dir eine Anfrage geschickt, warte. Ich kann übrigens empfehlen, für den Start eine Schaufel zu machen. Jetzt habe ich angenommen. Es gibt eine Stone... Oh, fuck. Da muss ich dir widersprechen, weil ich finde diese Schaufel nicht so gut. Oh, die ist aber zumindest auf Reichweite, jetzt bin ich fast tot. Also die Steinschaufel hat den folgenden Vorteil. Die ist ungefähr so stark wie die Stone Axe als Waffe. Du hast die Stone Axe hier liegen lassen übrigens, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Der Vorteil von der Schaufel ist, sie hat eine größere Reichweite. Das heißt, man kann an den Gegner früher ran. Deswegen hat sie den Vorteil. Ob sie jetzt besser auf dem Schaden ist, kann man sehen, wenn man mit der Maus drüber hält. Man sieht zum Beispiel hier, die Stone Shovel hat einen Grundschaden von 4 und die Axt auch von 4. Also die sind gleich stark, aber mit größeren Reichweite. Ohne Stadt, das ist perfekt. Und da sehe ich auch schon unsere Basis da oben aus Stein. Unsere Übergangsbasis wohlgemerkt. Siehst du das schon? Ich sehe es schon, das ausgebaut. Sehen wir. Schön, ich sehe es in meinem inneren Auge. Und den Dachgarten sieht er auch schon. Ja. Wow. Das Projekt Stadt zu bauen, also, beziehungsweise ein kleines Dörflein, wo jeder seinen Bereich hat, ist natürlich nicht gestorben, das ist klar. Wollte sagen, ne? Aber wir müssen uns erstmal Grundlagen schaffen hier, weil das Spiel ist halt bockenschwer geworden. Ja. Hat jemand eine Waffe für mich, eine andere, zufällig, eine gefunden? Ich kann dir eine Pistole geben. Nein, einen Schlagwaffe. Hinter dir, komm. Vielleicht schau mal, hinter dir zwei. Jetzt sollten wir irgendwie gleich anfangen, das Haus irgendwie auszubauen und dann uns von hier irgendwie ausbreiten, ne? Okay, ja. Nee, oh, ich brauche eine Bandage, Oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf weg. Mein Gott. Komm zu mir, ich beschütze dich. Ich hab schon. Müssen nur benutzen, alles klar. Okay. Oh, Moldy Bread. Wir müssen erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ja, ich glaube, ich mach mal einen Bogen. Oh, jetzt schon wieder. Jetzt bin ich. Hier sterbt nicht. Haben wir irgendwie Säcke, Schlafsäcke? Ja, die sollten wir setzen. Stimmt. Abstand gewinnen und Schlafsäcke craften. Ich mach zwei. Jackie? Hattet ihr nicht die Matratzen? Ich hab ja ein Buch. Ich hab ein Boot. Ich hab mich schon verbunden. Hattet ihr nicht Schlafsäcke? Mitgenommen, nee. Matratzen? Stimmt, hast recht. Ja. Wohin legen wir sie? Direkt hier auf die Straße, oder? Ins Freie? Ja, ist egal. Irgendwo hin erstmal. Ich setz beide. Moment, ich versuche Abstand zu gewinnen. So. Ich setz beide, du nimmst eine auf und legst wieder hin, Frau, ja? Ja, okay, ich habe sie beide gesetzt. Ich habe kaum Energie, das ist echt doof. Liegt bei mir hier, wo ich stehe. Ey, das gibt es nicht! Du hast aber einen Schlafsack gesetzt. Ja, selbstverständlich. Rotfeuer. Das ist ja, läuft scheiße gut. Hat mich!
Ja, es ist. Puh. Minus 10. Geh weg! Help. Okay, Quatsch, hier minus 10 Dings. Gut. Oh, sehr scheißegal, gut. Hauptsache liegt. Gut, Hauptsache liegt, genau. Wellness ist nicht so schlimm, aber der Tod ist schlimm. Oh, hier sind eine Menge. Wir müssen ja, weil ich stinke. Hier sind auf jeden Fall eine Menge. Und mit dem scheiß Buddenklopp kommst du dann noch so hin, ey. Ich leg mein Fleisch mal kurz in das Auto, was hier. Ja, machen wir jetzt damit. Was machen wir denn jetzt? Ich komm zu dir. Die anzünden. Wir haben übrigens zwei Häuser, die wir nehmen können. Ach Gott, habe ich mich erschreckt. So, du warst es, alles klar. Ja. So. Bei einem Bogen wäre was, wa? Pass auf, Zombie links von dir. Bei mir? Komm. Jetzt krieg ich auf die Fresse, Nein, das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Du bist schon wieder tot. Nein. Ja. Oh Mann. Was ein Start. Können wir die Staffel neu starten? Oh Mann, wie schlecht, ey. Kannst du mich mal kurz beschützen, Schatz? Ja, kommt eine Menge, das schaffe ich nicht. Ah, oh, du, echt. Guck mal, was sie hier wollen, zurück. Ey. Das ist doch scheiße, ey. Ja. Oh, da oben steht auch ein Zombie. Jetzt, ich hoffe, Fresse. Ich hoffe, hoffentlich habe ich bald einen Bogen zusammen. Oh, ich habe was Blaues gefunden. Ich habe aber ein Lootglück im Moment. Oh, da läuft eine kleine Horde. Ah, das ist der Mittel. Oh mein Gott. Du stirbst jetzt nicht nochmal. Ja, doch, auf jeden Fall. Der hat da so eine kleine Horde neben sich laufen. Hörst du mal auf? Übrigens, du kannst. Ein Vorteil ist es, du kannst nicht unter 50 sinken. Nee. Ich bin jetzt bei über knappe 60, glaube ich. Ja, dann also einmal kannst du noch sterben, dann. Oh Mann, ey. Ein bisschen schwerer geworden, ne? So, ich mach jetzt einen Pfeil und Bogen. Also du verlierst, ich mach auch gerade einen Pfeil und Bogen. Du verlierst also immer 10 Punkte, wenn du stirbst. Ja. Wo ist wenn der Bogen du stunt bist irgendwie, dann kannst du. Ich hab doch eben Bogen gecraftet, wo ist er denn hin? Ich sehe ihn nicht. Ist auch gleich kaputt, läuft gut, echt. Ich glaube, ich habe den Bogen eben fallen lassen, verdammt. Ah, shit. Na. Ah, da ist er. Hey. Goodbye. Eine Hektik hier schnell einen Bogen craften ist auch gar nicht so leicht. Oh nein. Oh nein, das ist nicht wahr. Du stirbst nicht nochmal. Was machst du denn? Vielleicht. Oh, das war ein guter Move. Jetzt sind wir noch schnell raus. Wow, was ist denn mit dem Zombie passiert? Da unten Blut. Bandage kriegt man aus. Wurst. So, in your face. Boah. Das Spiel ist so schwer geworden, finde ich. Ey, ich hab hier ein, zwei. Ich zähl schon nicht mehr mit. Das sind 20 Zombies im Arsch. Ich schaufel dir den Kopf weg, du Kacker. So. Oh. Da müssen wir uns gleich unbedingt Klamotten craften. Wir müssen irgendwas machen, ja. Irgendwas muss hier passieren. Geht so nicht. Kann so nicht spielen. Na gut. Ich einen Wooden Club hier. Mann. Der Tod ist ja nicht das Ende, es kostet ja nur das Leben, ne? Mhm. So, Frau. Ja, ich weiß. Pfeile. Wie war jetzt der Bogen zu machen? Der heißt Bow. Genau. Wooden Bow. Oh, da hinten ist eine Horde. Das geht gleich hier richtig ab. Ist jetzt nicht wahr. Doch, da hinten ist eine Horde. Wir müssen langsam mal in das Haus hier reinkommen. Hinter dir, Jackie, hinter dir, Dicker. Wir schlagen mal die Tür ein. Komm. Okay. Komm, wir schlagen mal die Tür ein. Schlag immer die Tür ein. Ich unten, du musst nur eine einschlagen, gell? Eine langt. Genau, oben links. Oben links, Jackie. Ach, ich kann hochkriechen? Oder? Ja, du kannst hoch in der Hocke hochspringen. Okay, rein. Ich hab keine Ahnung, wie man das macht. In Hocke gehen, ducken, Steuerung. Ducken und dann einfach durch. Okay, hier kommt einer. Wir müssen uns jetzt hier bereit machen. Bereit machen für was? Ja, an der Tür abzufangen. Oh, ich habe auch einen Bogen. Gott. Hallo? Ja. Hier kommt der Horde, hörst du sie? Ja, ich höre sie. Ja. Oh, hier ist ein Schwein drin. Oh, hier ist ein Schwein, das ist gut. Es muss nur einer auftauchen, ich schieße direkt in den Schädel. Geh weg, gleich nochmal. Okay, ja, los, hau rein. Ach Mist, jetzt ist um die Ecke gegangen. Die Kasse. Oh, hinter uns! Da ist die Tür offen! Was, hinter uns kommen, oder? Nee, hier nein, Kappen. Komm rein hier. Vielleicht zwei.
Dann ist er schon wieder. Oh nein, einschalten. Du stirbst nicht schon wieder. Okay, ich hab ihn überlebt. Ist locked. Wieso ist denn hier... Oh mein Gott. Eure Tür ist offen, kann das sein? Ja, die eine Tür ist hier offen hinten. Hast du irgendwas zum Verschießen? Hallo? Ich schieße sie gerade ab. Ich versuche, die wegzulocken. Oh Gott. Entschuldigung, ich habe mich nur ein bisschen erschreckt. Oh, jetzt habe ich... Die haben mir die Beine gebrochen, die Dreckschweine. Und ich muss ein Antibiotikum fressen. Oh Mann. Muss ich jetzt den Stuhl hin? Wollte ich einen Stuhl vor die Tür stellen? So. Da kommt keiner rein. Okay, die Fronttür habe ich schon mal. Ich habe noch 11 Pfeile. Okay, ich habe 0 Health. Machst du hinten zu? Ja, soweit es geht. Wir haben kein Holz, wir können nicht zumachen. Genau. Ich habe 2 Holz. Wie habt ihr jetzt nicht den Bogen nochmal gemacht? Gib mal Bow ein. Wooden Bow heißt das Ding. Du brauchst dafür 3 Gras und ich glaube 7 Stickies. Jackie? Jo. Ich glaube, wir müssen hier gleich wieder raus. Okay. Ja, wieso? Ich bin hinten raus. Du, tut mir leid, ich dir so sage. Vorsicht, da kommt ein Dicker. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist hinten raus? Ja. Dann gehe ich auch wieder raus, bevor ich in der Falle sitze. Geht doch mal. Du hast doch einen Buttonklapp. Geht doch mal Bäume schlagen irgendwie. Ich kümmere mich um die Zombies. Das ist eine gute Idee. Ich gehe Bäume schlagen, hab nämlich 0 Health. Vielleicht krieg und ich ein Auto was. Vergess aber bitte nicht, die Steinaxt zu reparieren. Ja. Ah, oh, fuck. Stand, ich hab noch 5. Ich hab noch 33 Pfeile. Geh du dem Jackie helfen, bitte. So, die müssen wir dann looten, die Krankenschwester, falls sie. Okay. Empty Shizzle. Ah, oh, die ist natürlich leer. Okay. Wenn wir die meisten Zombies hier weg haben, dann kommen auch keine mehr so schnell nach. Da kriecht einer. Wo? Hier im Boden. Ich sehe ihn, ja. Hast du nicht einen. Du hast noch einen Klapp, dachte ich. Ja, und? Aber ich bin mit Pfeil und Bogen besser. Oder man sich für mich verkloppen lassen. Ja. Oh nein, hat sich jetzt halt vergessen. Scheiße, hat mir die Knochen gebrochen, der Sack. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Also Stunt ist nicht mehr so gut wie Nee, nicht mehr damals. Wie vorher. Damals war Stunt noch angenehm, ja, da konntest du wenigstens noch weggucken. Ja, genau. Ich krieg voll die Schwitzehände hier bei dem Scheiß. Nein, mir hat schon wieder einer irgendwie die Beine. Geh mal aus der Schusslinie. Du warst tot. Oh Gott, wie lange hackst du denn hier auf so ein... Am besten... Okay. Hoffentlich hat die... Ich baue uns blind. Ich bin noch Biohazard, also volle Programm hier. Läuft gut. Nee, es läuft nicht gut. Es läuft einfach nicht gut. Hat jemand Tabletten gefunden? Nee. Ich hatte ein Antibiotikum, das habe ich aber selber gefuttert. Was denn? Was flackert hier denn? Was flackert denn hier? Warum habe ich gerade Grafikfehler? Hä? Was war denn das gerade? Wo kommen die denn jetzt eigentlich alle her, die blöden Zombies? Ich hab doch das Fleisch aus der Tasche gepackt. Die haben ihre Kumpels gerufen. Ja, wahrscheinlich. Hat jemand noch Pfeile? Ich nicht mehr. Ich hab noch 18. Frau, kommst du klar? Dann helfe ich Jackie mit Holz. Helf Jackie mit Holz bitte, damit wir in die Hütte kommen. Ich kann halt nicht mehr laufen, weil ich mir die Bandage. Kannst du dir keinen Splint herstellen? Du brauchst ja nur 2 Stoff. Ja, aber ich nehme die Bandage, um meine Energie wieder hochzukriegen. Ich bin gerade durch den Toten gelaufen. Ist das ekelhaft. War das so? Nee. Mach Woodframes, ja, ist richtig. Ah, wie war denn die Band? Ich weiß nicht mehr, wie ein Splint geht, siehst du? Ich bin so lang. Oh Mann, Stamina ist auf 101. Okay. Meine Stamina war schon. Oh, na toll, das geht auch nicht mehr, oder was? Also ausgraben die Bäume macht keinen Sinn. Warte doch eben irgendwo. Mann! So, Beine bandagiert, zumindest für den Moment. Alter Vater, was ein Start. Wir sind schon bei 20 Minuten und sind eigentlich nur noch... Und nichts geschafft, Alter. Ja. Hart. Aber sehr spannend. Hart. Ja. Bitte lass da Federn. Ach, scheiß Nester. Früher, weißt du... Ja, wir brauchen Pfeile. Ja. Ich muss mir auch mal schnell eine Bandage machen, bevor ich wieder... Arrow und Arrow. Ah, ja, nee, oben rechts den Stein. Ganz oben rechts in die Ecke den Stein und dann. Du kannst jetzt nach die Knochen runter. Weiterverwenden. Ich hab's gesehen, ja. Komm, falsch schon. Mach jetzt mal 30 Steine irgendwie.
Und nicht essen. Ein Glück, ich wollte gerade essen. Ich bin tot. Oh Gott. Ach, die hatten Blutbeutel. Super. Also ihr merkt, es ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger geworden, hier zu überleben. Aber jetzt haben wir langsam die Stadt aufgeräumt. Also so viele Zombies gibt's nicht mehr. Ach Quatsch. Brauch noch einen Stein. Kann ich den Blutbeutel nicht trinken? Ich glaube, den kannst du essen, ja. Oh ja, den kannst du tatsächlich essen. Mann, ey. Sie hat's probiert. Ich bin ein Vampir. Oh, aber ich glitzer nicht in der Sonne. Dann bist du kein echter Vampir. Ja. Nee, hab ich gehört. Also das ist ja der Proof you are a vampire. Take your shirt off. Da ist okay. Wieder... Ach, guck mal, da kommt schon wieder was. Ach, verdammt. Ich brauche Federn. Hier müssen noch irgendwo Federn. Ich kann nicht mehr sprinten. Keine Ausdauer mehr, keine Energie. Und hast du keinen Stoff einstecken? Ich hab 30 Pfeile jetzt, ja. Aber ich kann dann trotzdem nicht sprinten, wenn das Bein gebrochen ist. Ist egal. Ja, tot. Ah, oh, nein. Er bringt mich um. Er bringt mich um. Er bringt mich um. Denn? Ich hab dich getrackt. Wo ist denn jetzt meine Fallhüse? Na, okay, das war's. Ja, ja. Alle sind schon gestorben. Ich meine, das finde ich ja irgendwie gut. Ja. Irgendwie ist das irgendwie... Verkehrte Welt. Was genau war das jetzt gerade? Das war einfach nur der Schmerz über meinen Tod. Ich dachte, ich würde es mal durchziehen, in dieser Staffel nicht sofort zu sterben. Oh, Leute, oh, was war denn mit dem? Was ist denn? Der fliegt bei mir. Der fliegt bei mir in der Luft. Ah, oh, Moldy Bread. War aber ziemlich hoher Schrei jetzt deinerseits. Ja, das ist meine weibliche Seite. Wozu ist denn dieser Gore-Block überhaupt da? Da damit buddeln die sich hoch. Ja. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Klar. Ups. 16 Uhr, wir haben nicht mehr viel Zeit. Mhm. Soll ich dir helfen, Frau? Stone-Axe in grün, das ist halt so nicht so schlecht, danke. Ich, ne? Was denn? Autoreifen? Eine Frau klopft stundenlang drauf zu, aber wahrscheinlich keine Energie gehabt. Da ist noch ein Bett. Ich mach mal hier was. Wir machen vorne zu und hinten eine Tür, ne? Ja, würde ich auch sagen. Wir verriegeln das vorne, ja. Macht Sinn. So, die Hütte ist ja jetzt leer, ne? Ja. Es dürfte keiner mehr hier kommen, ja, wenn ich das an. Ich habe immer diese Grafikfehler hier vorne. Dann mache ich schon mal meine Taschen leer. Vorne verriegeln? Hier brennt das Auto, oder? Das Auto brennt, das geht gleich hoch. Warum flackert das denn hier? Ja. Wieso brennt bei mir nicht? Naja, gut. Es brennt vorne, also ich höre hier noch was krabbeln. Hier vielleicht oben? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Soll ich die erstmal einmal aufwerten? Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, oben ist ein Dicker. Verdammt, ich habe mich jetzt erschreckt. Ich komm mal hoch. Habe ich noch Patronen? Ich habe noch 17 Schuss. Ich hab mal zugemacht hier. Ich nimm mal den Stuhl weg. Wie zu? Nimm mal den Stuhl weg, danke. Oh, hallo. Den Kopf, den Kopf. Nee, die brauchen jetzt länger, bis sie tot sind. Jawohl, da ist die Waffe kaputt, aber scheiß drauf. Ja, die neue reicht, ja. Hast du vorne schon zugemacht, oder wie? Wie viel Holz hast du denn geholt? Wir brauchen noch mehr Holz. Ja, das ist egal, was ich jetzt gesagt hätte, wir brauchen noch mehr Holz. Okay, das stimmt, das ist wohl wahr, ja. Wir müssen aber hinten zumachen, das wäre ein schöner Abschluss für die Folge. Das mache ich jetzt sofort. Okay, dann gehen wir. Mach ich jetzt, ja. Hier geht's noch eine Stufe höher, und zwar hier. Gut. Gut, ich guck mal ganz nach oben. Gehen wir aufs Dach, oder? Für den Anfang. Ja. Nimm die Couch mit zum Verbrennen. Haben wir genügend Stein? Hast du genügend Stein gefunden? Oh, ich habe Eier gefunden. Wie die Platsch? Steine habe ich 19 Stück. Ich kann Steinkreis machen. Ja, aufs Dach am besten direkt. Oh, ja, was für ein Papa, damit er nicht immer in die Fresse geschlagen kriegt. Ein Helm. Yay. So, ich ihr Lieben. Stickies mehr. Manch einer wird jetzt anschreien, wir sind bei knapp 25 Minuten Aufnahmezeit. Die erste Folge der Staffel 7 geht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ein paar Tode gab es ja schon. Wir leben alle noch, sind nicht gestorben. Genau. Nein! Hey. Guti, dann, das war's für die erste Folge. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zu der zweiten Folge der Staffel 7. Und ich hoffe, ich bringe jetzt nicht die Tage durcheinander. Am Anfang ist ja noch leicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Folge von 7 Days to Die. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Im Chor. Schön.